Nach einer kurzen Verschnaufpause von Social Media meldet sich die Wahlberlinerin nach 2,5 Tagen auf Instagram zurück. Zurzeit habe die Influencerin etliche Projekte, die im Hintergrund laufen, von denen ihre Fans momentan noch nicht so viel mitbekommen, berichtet Anne in ihrer Story. Neben zwei Firmen hat die Blondine auch eine eigene Marke gegründet. Bei all den Vorhaben falle es Anne schwer, alles unter einen Hut zu bekommen. Doch die Arbeit scheint sich für die Influencerin auszuzahlen. Anne ist nämlich gerade dabei, sich einen ihrer größten Wünsche zu erfüllen, der nicht gerade günstig ist. Die 31-Jährige träumt schon seit einigen Jahren davon, eine eigene Wohnung auf Mallorca zu besitzen, wie sie auf Instagram. Die Blondine hatte sich zwar schon einmal auf der Baleareninsel eine Bleibe gemietet, musste diese jedoch aufgeben, als sie schwanger wurde. Diesmal möchte sich die Influencerin jedoch eine Wohnung kaufen und setzt alle Hebel in Bewegung, um sich ihren Traum einer Eigentumswohnung in der Sonne zu erfüllen. So berichtet Anne in ihrer Instagram-Story total aufgeregt, dass sie ihre NIE-Nummer, Identifikationsnummer für Ausländer, erhalten habe, die für die Anmietung und den Kauf einer Immobilie in Spanien benötigt wird. Da die Wahlberlinerin momentan nicht vor Ort sei, habe sie eine Firma damit beauftragt, die Angelegenheit für sie zu klären. Das hat natürlich ein Schweinegeld gekostet, plaudert die Influencerin, freut sich aber riesig darüber, die Nummer problemlos erhalten zu haben. Denn damit kann die 31-Jährige nun die nächsten Schritte angehen und kommt ihrem Traum von einer eigenen Wohnung auf Mallorca somit immer näher. I'm not going to do that.